Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen, es ist Donnerstag, der 14. September. Heute gibt's natürlich wieder drei neue Streaming-Tipps für euch. Wir starten mit einer Miniserie, in der es um einen der größten Raubzüge der britischen Kriminalgeschichte geht. In der Miniserie Das Gold geht es um Kriminelle, die im Jahr 1983 in ein Lagerhaus des Heathrow Airport einbrechen. Eigentlich mit der Absicht, Waren im Wert von 1 Million britischen Pfund zu stehlen. Wie es der Zufall so wollte, fanden sie dort aber auch noch Goldbarren im Wert von 26 Millionen Pfund, die sie natürlich dankbar mit eingepackt haben. Heute entspricht das einem Wert von ungefähr 100 Millionen Euro. Nachdem die Diebe das Gold eingesackt hatten, kam allerdings erst der schwierige Teil. Sie mussten zusehen, dass sie das Gold weiterverkaufen können, ohne dass dabei die Behörden auf sie aufmerksam werden. Unser Freund sagt, du kannst das verticken. Wenn du so einen Job erledigen kannst, hätte ich schon von dir gehört. Man hört eher von denen, die erwischt werden. Gesucht werden 6 Räuber und 3 Tonnen pures Gold. Das Geld wird weit weg von Südlondon auftauchen. An überraschenden Orten bei überraschenden Menschen. Ich bin bereit. Es geht nicht nur um 6 Typen in einem Van. In jedem neuen Ring, in jeder Uhr. Wenn sie nach dem Gold suchen, es ist überall. Aber jetzt geht es immer schneller und schneller. Und eines Tages ist alles weg. Die Geschichte beruht auf wahren Ereignissen und ist als Brings Mad Robbery in die britische Kriminalgeschichte eingegangen. Die Miniserie Das Gold könnt ihr ab heute bei Paramount Plus gucken. In der Doku-Serie Techno Rush geht es, wenig überraschend, um Techno. In 3 Teilen wird die Geschichte des Techno in Deutschland erzählt, von der Randerscheinung bis zum Massenphänomen. Wie wurde daraus eine Kultur und wie geht man mit den Schattenseiten der Szene um? Es hat einfach so Knallbumpeng gemacht und dann war ich drin. Scheiß drauf, lass diese ganzen Normen einfach mal weg, wir feiern jetzt einfach. Wir hatten das Gefühl, wir können die Gesellschaft wirklich verändern mit dem, was wir da machen. All diese unterschiedlichen Elemente sind dann zu dem geworden, was wir heute kennen. Zu Wort kommen unter anderem namhafte Techno-Legenden und Zeitzeugen wie Paul van Dyk und Juan Atkins. Und der Produzent und DJ Mausio nimmt uns mit auf seine Festivaltour und zeigt, wie er sich als Newcomer seinen Platz in der Szene erkämpft hat. Techno Rush gibt's ab heute bei RTL Plus. Nach der Musikdoku haben wir jetzt noch eine Sportdoku für euch. Die Doku-Reihe Wrestlers will euch diesen Showkampfsport näher bringen. Von außen betrachtet glauben viele, dass Wrestling nur komisch gekleidete Menschen sind, die so tun, als würden sie sich gegenseitig verprügeln. Im Wrestling geht es aber um viel mehr als das. Profi-Wrestling ist die Kunst des physischen Geschichtenerzählens. Heute reiße ich dir deinen verdammten Kopf ab! Es geht um Moral, um Gut gegen Böse. Die Kreativität dieser Branche ist grenzenlos. Es ist einzigartig. In der Doku-Reihe geht's auch um Ohio Valley Wrestling oder kurz OVW. Die Sportstätte aus Kentucky hat in der Wrestling-Szene Kultstatus. Denn hier haben die Karrieren von Superstars wie John Cena oder Dave Bautista angefangen. Heute hat das Gym aber finanzielle Probleme und kämpft ums Überleben. Der Wrestler Al Snow hat zwar InvestorInnen gefunden, die haben ihm aber nur einen Sommer Zeit gegeben, um das Gym wieder finanziell gerade zu biegen. Wenn ihr sehen wollt, ob ihm das gelingt, könnt ihr Wrestlers jetzt bei Netflix gucken. Das waren unsere Streaming-Tipps für heute. Morgen gibt's natürlich wieder eine neue Folge mit frischen Tipps. Wenn ihr diesen Podcast kostenlos abonniert, dann bekommt ihr die neueste Folge immer direkt in euren Feed. Ihr findet uns überall da, wo es gute Podcasts gibt. Jonas Nikolik hat die Tipps für heute rausgesucht. Audioproduktion Stanley Baldauf. Ich bin Anja Bolle, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.